Wunderschönen guten Morgen, Leute. Wie man sehen kann, ist draußen schon mittlerweile dunkel um die Uhrzeit, wo wir anfangen. Ja, ich habe heute was Spannendes für euch, und zwar fahren wir heute Richtung Dortmund, und zwar näher gesagt auf die A40. Und irgendwo im Bereich, wo die A40 in die B1 endet, die Bundesstraße 1, werden wir heute Mäharbeiten durchführen. Ich bin heute mit dabei, weil in der Kolonne, die Baustelle normalerweise ausführt, Ausfälle zu verklagen sind. Und wie gesagt, deswegen bin ich heute zum ersten Mal da. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze da ablaufen wird. Und ich nehme euch einfach mal mit. Ich weiß noch nicht, wie ich in diesem Bereich damit filmen großartig halt filmen kann, aber ich werde euch auf jeden Fall auf einen Helm mitnehmen zeitweise und euch versuchen, die Arbeiten so gut wie möglich einzufangen im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, gegen 9 Uhr wird auch eine Firma da sein, die für uns die Absicherungsarbeiten macht, also die professionelle Absperrung. Und vorher wird ein bisschen Müll gesammelt, wie ich gehört habe, damit wir halt einen sauberen Grünstreifen bearbeiten und nicht den ganzen Müll mit den Mähern zerhäckseln und mit den Freischneidegeräten. Ja, und jetzt würde ich sagen, genug gequasselt. Ich nehme euch einfach mit und wir gucken uns da zusammen an, wie das da so alles abläuft. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir fahren jetzt, einfach mal dem Carsten hinterher, weil der Manni, der weiß Bescheid. Manni ist so gesehen eigentlich der Einzige, der auf der Baustelle schon war. Und ich fahre den jetzt mal einfach hinterher. Was gleich wohl ziemlich spannend wird, ist die Phase, wo wir auf die linke Spur müssen und dann quasi auf einem ganz kleinen Stück von dem Mittelstreifen parken. Ja, da bin ich sehr gespannt, aber da kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und bleiben im LKW. Ein kleines Update von der Verkehrssituation. So ungefähr seit Recklinghausen Hochlamark ist Stau, mal ein bisschen zähfließender, mal komplett stehend. Ja, die Umbaumaßnahmen der A43, die ja jetzt schon ein paar Jahre andauern, die haben uns schon wirklich, wirklich viel Zeit, Nerven und verbunden mit Zeit natürlich auch Geld gekostet, weil wir haben natürlich relativ viele Fahrzeuge bei 120 Mitarbeitern, und da die 43 hier unser Hauptknotenpunkt ist, die Hauptverkehrsachse, wo wir quasi in alle Himmelsrichtungen ausschwärmen, stehen wir halt hier auch ziemlich oft im Stau zu manchen Uhrzeiten. Ja, jetzt ist der Bereich von Mahl bis Kreuz Recklinghausen ist ja jetzt ausgebaut. Da ist es ein bisschen entspannter, aber wenn man jetzt hier so Richtung Kreuz A42 kommt, totales Chaos. Ja, wie gesagt, wird wohl noch ein paar Minuten dauern, bis wir da sind. Erstmal die Rettungsgasse einhalten, auch wenn das nicht viele andere machen, leider. Ich verstehe es einfach nicht. Leute, das ist doch nicht so kompliziert. Die links sind, nach links, die rechts sind, nach rechts, und dann kann die Rettung und die Feuerwehr oder die Polizei einfach durchfahren. Ich verstehe es. Sind wir. Ging doch geschmeidiger, als ich dachte. Ja, Leute, wir sind da. Ich steige mal eben aus mit euch. Und zwar geht es um diesen Grünstreifen hier.
einmal links und rechts vom Zaun. Da wird gleich noch für uns abgesperrt, die linke Spur. Und ich nehme euch gleich mit auf den Helm und dann bei den Freischneiderarbeiten. Jetzt gehen wir gleich erstmal Müll sammeln im Innenbereich, solange halt noch nicht abgesperrt ist. Und ja, dann sehen wir weiter. Bis gleich. Zwischenstand
ungefähr mehr als ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Läuft alles super. Aber boah, ich bin schon richtig kaputt. Ich meine, ich bin jetzt schon 4 Kilometer gelaufen. Und ja, das Laufen auch auf dem Untergrund, das geht schon ordentlich in die Beine und alles. Ich habe gerade mal im Kopf überschlagen, ich glaube am Ende sind wir irgendwie bei 10 Kilometer. Naja, schauen wir mal. Ich gehe jetzt gleich die eine Seite pusten. Dann können die Jungs von der Firma BAS, die für uns absperren, die Seite schon wieder aufmachen und dann aber noch ein Stück trinken nehmen.
Baustelle fertig. Wir auch. Ja, ein bisschen geschwitzt haben wir. Ich muss sagen, hat alles super geklappt. Ihr habt mal ein bisschen Einblick bekommen, wie so Mäharbeiten an der Autobahn abgehen. Oder hier im Übergang von Autobahn zur Bundesstraße. Ja, Verkehr ist noch jeweils eine Spur abgesperrt. Wir laden jetzt noch auf und dann ab zur Firma, noch den Müll abladen, in den Müllcontainer rein und dann Wasser für heute. Haben wir unseren Soll erfüllt. Ja, und wie immer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal zu einer Folge, die nichts mit Bäumen zu tun hat, aber ich denke mal ganz abwechslungsreich, auch für mich. War auf jeden Fall ein spannender Tag. Ob ich das jetzt jeden Tag machen müsste, weiß ich nicht, aber nee, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und sollte hier bei der Baustelle nochmal Not am Mann sein, bin ich auch wieder gerne dabei. Ja, ich sag euch einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Ciao.